Überzeugen, was die Kamera sagen. Ja, und Hamburg ist cool. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, willkommen zum vermutlich letzten Reaction-Video mit schlechter Audioqualität. Dafür mit schlechtem Autofokus? Nein, es ist keine Magie, die passiert ist. Tom Ford Woodward und Tom Ford King Fabulous. Sondern ich habe einfach investiert und mir eine neue Webcam zugelegt. Das muss jetzt nur mal installiert werden und dann ist vermutlich vorbei mit diesem Ohrenkrebs, das ich auf YouTube verbreite. Den mir die Engel in Auftrag gegeben haben. Aber Freunde, es gibt Infos. Wer bei meinen Daily Vlogs dabei ist, erster Link in der Infobox, der weiß, was abgeht und weiß auch, dass ich mit Hallo Daniel daran gesessen bin, die Designs für meine zweite Kollektion zu erstellen. Das sind wirklich, ja, das sind richtige Burner am Start. Wir haben jetzt mit der ersten Kollektion sehr gut Fuß gefasst. Das kam auch sehr gut bei euch an. Wir werden auf dieser Qualität aufbauen, auf die nächste Kollektion hat eine starke Storyline, Written Brawls, also so ein bisschen dunkle Flecken in der Geschichte Englands, freue mich schon irrsinnig drauf. Ein paar Sneak Peeks davon gibt es auch in dem Video, das ich auf meinem Blog-Kanal hochgeladen habe, das heißt, check das auf alle Fälle ab. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, liebe Freunde, wir schauen direkt rein zu unserem Freund aus der Fashion-Szene, der so ziemlich alles feiert. Nice, Digga. Unser geliebter Maran hat ein Video vor 4 Tagen hochgeladen, ich weiß, ich bin wieder mal spät dran, aber der Kanal ist verflucht, vermutlich deswegen, weil ich mich hauptsächlich mit meinem neuen Kanal beschäftige. Trotzdem schauen wir rein. 17-Jähriger, was schon mal falsch ist, weil da ist eine Frau abgezeichnet. 17-Jährige vermutlich lieber machen. An dieser Stelle helfe ich natürlich gerne nach. Mit 13.000 Euro Designer-Outfit. Der Cringe soll angeblich real sein in diesem Video, darum habt ihr mir das zugeschickt. Wir schauen einfach mal rein. Ich hab's ja im neuen Video von mir. Heute sind wir unterwegs. Wir haben ein Design-Outfit für euch gedreht. Okay, die Audioqualität ist bei mir natürlich beschissen, aber so beschissen wird es auch ausgespielt auf diesem Computer. Also es liegt nicht an mir, machen Fights wahrscheinlich. Ein richtig krasses, wie viel das dann Auto wäre. Krasse Outfits, teure Outfits und auch crazy Outfits sind auf jeden Fall am Start. Checkt das Video auf jeden Fall bis zum Ende ab. Ihr habt, denke ich, auch schon im Vorspann gesehen, was hier so abgeht. Nein, er wird immer geskippt, weil ich nicht gespoilert werden möchte. Ja, ich bin auf jeden Fall dementsprechend gespannt. Was hat er da? Ist das das Labello-Mikrofon, was er da auf der Brust hängen hat? Vermutlich schon. Die Reaktion von euch, Leute, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Schreibt eure Meinung was in die Kommentare. Wir gehen jetzt rüber zu den nächsten Outfits. Wir sehen uns gleich. Okay, der Bratan kommt wahrscheinlich direkt aus Münz-Mallorca daher, hat einige Stunden auf der Sonnenbank verbracht, wie man hier sehr gut sehen kann. Auch die Haut hat schon einen schönen, glänzenden, schmalzigen Ton angenommen, also ein typischer Solikrocher, wie wir in Österreich sagen. Oh, wie viel ist dein Outfit? Mein Bruder, wie viel ist mein Sonnencreme wert? Mein Bräunungscreme, Alter, das ist die Frage. Na, fang von oben an, mit der Bräunungscreme, würde mich interessieren. Oder ist das Fett, was er sich da ins Gesicht geschmiert hat. Aber wahrscheinlich, wie ich da schon erkennen kann, ist das ein, so wie diese Haarshampoos, die gleichzeitig auch eine Pflegespülung sind, ist das eine Bräunungscreme, mit der man sich gleichzeitig die Haare zurückgeben kann. Sollte ich mal bei Gelegenheit einmal besorgen. Also wer einen Link hat, gerne in die Kommentare. Ja, fang von unten an. Ja. Giuseppe Zanotti, gar nicht mein Fall, aber ich finde die Schuhe passen perfekt zu ihm, wie die Faust aufs Bräunungscreme gebräunte Auge. 1100 ungefähr. 1000 Euro. Das ist die Ledervariation in der Hightop-Version. Ganz normaler Standard. Also kann man die als Winterschuh benutzen? Ja. Kann man, muss man aber nicht. Was ist schon wieder? Ist der Autofokus in Ordnung? Ja, passt das? Wenn man, ja, kann man machen. Sind die bequem? Sind die bequem oder bequem? Okay. Wenn man die auswählt, schon. Also am Anfang sind die ein bisschen steifer. Okay. Kannst du empfehlen, ja. Sehr gut. Deine Hose? Hose Zara, 30 Euro. 30 Euro. Standard. Zara-Hose kann man nichts falsch machen. Ich finde die nice. H&M und Zara-Hosen gehen voll in Ordnung. Zara-Stange, ne? Aber der Bratan sollte mal einen Leg-Day einschmeißen. Ja? Sind das Spaghetti oder sind das Beine? Beste Hose, das stimmt. Deine Jacke. Meine Jacke ist von auch von Zara. Okay, hat eine Rolex Submariner oben, im Gegensatz zu mir, der gar keine Rolex mehr hat. Beste Leben. Hab ich 120 bezahlt, aber hat da richtig voll drauf gemacht. Okay, ey, das hat einen coolen Look, muss man sagen. Dankeschön. Sieht sehr aus, zum Strich aus. Dein
Pullover. Ja, Rollkragen, ja, also im Herrenstyle angelehnt, wie wir schon des Öfteren in der Vergangenheit gehört haben. Ich finde, der Style allgemein geht jetzt von diesem kindlichen Verspielten, wie diese Skatermarken wie Supreme zum Beispiel das initiiert haben, in dieses Elegantere hinein. Wobei man sagen muss, der Einfluss aus den 2000ern ist ja wieder ganz stark mit diesen Skater-Brands, wie auch zum Beispiel Justin Bieber jetzt Drew gelauncht hat, vor, keine Ahnung, wie lange das her ist, aber ja, es sind so zwei Strömungen. Rollkragen zahlt 25 Euro. Ich sehe, du hast noch eine Uhr an. Was ist für eine Uhr? Ja, eine GMT Master 2. Ah, doch? Okay. Ah, ich habe mir gedacht, das ist eine Submariner. Das ist, ich spule mal ganz kurz zurück. Ich sehe, du hast noch eine Uhr an. Was ist für eine Uhr? Ja, eine GMT. Ja, das sieht aus wie meine. Nur hatte meine einen roten Zwei-Zonen-Zeiger. Also das ist ein neueres Modell. Die schaut relativ dick aus für eine GMT, muss ich sagen. Die Master 2, okay. Ja, die kostet so 12,5. Ein bisschen älter sieht die aus, ja, ne? Habe ich schon seit 4 Jahren. Ah, seit 4 Jahren, okay. Aus welchem Jahr ist die? Ja, ich glaube von 2010, 11. Okay, okay, so. Okay, cool. Ja, die Uhr, schöne Uhr, starkes Modell, ja. Wertsteigerung auf jeden Fall. Ja, schön, aber weg. Ganz stabil. Tennis-Armband. Ja, hat mein Vater geschenkt. Okay. Ich glaube, er hat dafür 1,5 bis 2 bezahlt. Okay. 1,5 bis 2? Ja, zum Geburtstag so. Okay, cool. Was hast du gern machen, weißt du was? Kann man sich natürlich leisten, wenn man Besitzer von einer Sonnenstudio-Kette ist. Ja, das weiß ich nicht. Kommst du raus wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das sind lupenreine normale, glaube ich. Okay. Sollen wir mal testen, ob die echt sind? Hast du die Maschine da? Ja. Ehrlich? Nein, habe ich nicht. Das war schon. Oh! Mach ich aber irgendwann mal. Okay, cooles Outfit, wie gesagt. Ich finde es ein sehr schlichtes, elegantes Outfit, meiner Meinung nach. Bro, hier der Endbetrag. Kannst du das Ganze. Ne? Ja, 13.300. Okay, deswegen 17-jähriger. Okay. Erbung, ne? Alles geerbt. Okay, alles geerbt. Hat er gerade gesagt Erbung? Statt Erbschaft? Seid ihr ernst? Nein, 10. Erbung, ne? Bruder, Erbung, was glaubst du erst? Ich verdiene 10 Euro im Sonnenstudio, was soll ich da verdienen? Alles geerbt. Okay, alles geerbt. Alles klar. Ja, danke dir, das war's, Bruder. Möchtest du irgendwas in die Kamera sagen? Komm vorbei, ich mach dir Preis. 20 Minuten, 5 Euro. Eigentlich nicht. Was geht, Progresso? Ja, hi, ich bin Ben. Ben, Ben, wie? Ich sehe lauter Designer-Klamotten bei dir. Hau mal raus, wie viel das denn aussehen wird. Was wollte da noch irgendwas dranhängen? Ben wie? Ben wie? Ich sehe lauter Designerklamotten an dir. Ben wie? Ich sehe lauter Designerklamotten bei dir. Hau mal aus, wie viel das ja. Ja. Oh, hey, oh, ja, Bruder. Also ja, Playboy, das schaut für mich so klassisch nach Philipp Klein aus. Da oben geht's weiter. Ich glaube, das gehört noch zum Hoodie dazu. Wir sehen die Gucci Belt und das kann wieder diese, keine Ahnung wie die Jacke heißt, aber es ist auch die Leon im Arm hat. Also, fangen wir erstmal bei den Schuhen an, oder? Genau, bei den Schuhen am besten. Ja, also das sind Zanottis, genau. Ah. Okay. Die lagen, habe ich glaube ich, 500. Auch gar nicht mein Fall. Ich für bezahlt. Ich meine, Zanottis soll sehr unbequem sein, ne? Es ging also am Anfang schon etwas. Das Einzige, was in diesem Video wirklich drippt, ist meine Nase, Leute. Leicht Männerschnupfen. Aber jetzt mit der Zeit hat sich dann auch schon eingelaufen. Ah, okay. Jeder super. Da. Super. Die Jeans? Die Jeans, die ist von Deutsche Gabbana. Okay, ich wollte gerade auf Amiri gucken. Amiri? Nein, Deutsche Gabbana. Steht hier hinten noch ein ganz so kleines dezent. Okay. Aber jetzt können wir mit dem Gürtel weitermachen. Schlange. Ja, gefällt mir auch gar nicht. Viel Erfolg und glaub an deine Idee. Du wirst es schaffen. Danke dir, Bro. Willst du irgendwas in die Kamera sagen? Ja, sonst. Hamburg ist cool. Nein! Die Kamera sagen. Ja, sonst. Hamburg ist cool. Wahnsinn! Warum? Mann, warum bist du so asozial und lass das drin? Was geht ab? Was geht? Hi, grüß dich. Ach, da muss ich reinstecken. Genau, da muss ich reinstecken. Ich schwör, ich weiß schon, wie sie heißt. Das ist mein Nin. Sie ist zurück. Sie ist zurückgekehrt und hat jetzt die Brands am Start. Vielleicht die Originale. Banche. Okay, und einen neuen Künstlernamen. Mhm. Ist das dein richtiger Name oder? Das ist mein Künstlername. Ah. Okay, du bist Künstlerin. Ich bin Künstlerin. Was ist dein echter Name? Mein echter Name verrate ich nicht, Spaß. Ich bin Cindy. Okay. Du machst Musik? Ich mach Musik, genau. Okay, cool. Und auch viel anderes Zeug.
Was zum Beispiel? Vielleicht könnt ihr ja mal ihr Instagram abchecken. Ja, Mensch, heute geht's um dein Outfit. Um mein Drip? Ja. Okay, okay. Ja, yeah, und Burberry und alles andere. Und Burberry, okay, du hast ja vieles an. Und Burberry. Start. Frage der Fragen, was ist dein Outfit wert? Fangen wir schon an. Okay. Schuhe, ich glaube. Okay, schon ziemlich gerockt. Ja. Um 400, aber ich habe echt lange nicht mehr, also ich habe die echt lange her gekauft, deswegen ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube 400. Die Gucci Schuhe, ich wusste gar nicht, dass es die auch für Frauen gibt. Ja. Gucci Sneaker, okay, du hast echt kleine Schuhgröße. Ja, ein bisschen aus wie Babyschuhe. Welche Schuhgröße ist das? Das ist 36. 36, okay. Ja. Deine Hose auch von Gucci. Meine Hose auch von Gucci, aber die ist... Ja, okay. Finde ich, passt einfach nicht zusammen. Das schaut sehr oversized aus und dann mit den kleinen Füßen darunter. Schaut irgendwie etwas belämmert aus. Dein Geschenk kommt von Lil Denim Jeans. Jean, heißen die auf Instagram. Wie heißt das, wenn man... Customized, danke. Customized Hose von Gucci. Gucci. Okay. Das heißt, was? Ist das jetzt originaler Gucci-Stoff oder ist auch der nicht echt? Die Hose. Mit echtem Gucci-Stoff oder... Aber es ist ehrlich. Okay. Es sieht gut aus, oder? Ja, schaut nice aus. Genau. Ja, dein T-Shirt. Ja, mein Shirt ist ganz basic, gar nicht so teuer von H&M. Mein Dings hier auch. Ja, passt farblich gut zusammen. Also allein die Hose ist ja Ton in Ton mit diesem Shirt. Und sie bleibt in dieser selben warmen Farbengruppe mit diesem Weiß und der Jacke dazu, finde ich cool. Ist teuer von H&M. Man muss ja auch am Boden bleiben, ne? Ja, schon so. Ja, du darfst ja nicht übergeblich werden, ja? Wenn man so viel Gucci trägt, dann muss man auch am Boden bleiben. Deine Jacke. Meine Jacke habe ich auch geschenkt bekommen, aber die ist auch nicht teuer, weil die ist von Bershka. Ich glaube, die kostet so. Ja, aber Bershka macht nice Sachen. Die haben immer wieder gute Sachen dabei, also für Basics kann man sich auf alle Fälle holen. Klar machen die viel nach von den bekannteren Marken, aber das macht Zara auch und verkaufen es denen teuer. Oh, 30, 40 Euro oder so. 30, 40 Euro. Ja. Und die gehören zusammen, wenn ihr das noch nicht wusstet. Okay, ich sehe, du hast noch eine Burberry. Ich habe eine Burberry. Die ist auch customized, habe ich auch geschenkt bekommen. Goschali. Combination Mütze, ich glaube 350. Okay. Und du hast sehr viel Schmuck. Ich habe sehr viel Schmuck. Von Guck mein Schmuck auf Instagram. Okay, sie kriegt alles geschenkt. Ja, natürlich auch nicht echt Chanel, vermutlich. Okay. Ich habe nur Instagram-Werbung, oh mein Gott. Sind das echte Diamanten oder Zirkonscheine? Leider nicht, aber ich muss ja nur nicht flexen, wenn ich noch nicht ganz oben bin, oder? Also absolut richtig. Finde ich eine gesunde Einstellung. Das ist noch nicht so krass. Der Flex ist real. Ja, okay, ja, wie gesagt, alles sehr basic. Aber ich habe eine Supreme Motherfucking Unterhose an. Nein, die zeigt jetzt die Unterhose, ja? Und die hat 30 Euro gekostet, okay? Ja, es ist halt eine Herrenboxershort, die hat sie sich halt einfach wegen einem Typen ausgeborgt. Und noch dazu zieht sie sie über den Bauchnabel drüber. Supreme 1000. Krass. Ja, ob das notwendig ist, keine Ahnung. Männer. Da musst du sogar mal lachen. Hose. Männer. Ja. Because you know, we're going different. Sicher sehr bequem, wenn man sich hinsetzt und man hat die ganze Zeit den Gummi zwischen den Wülsten. Ladies von 2020. Für den Flex. Die Supreme 1000 am Start. Normalerweise sieht man das bei so Jungs, weißt du, aber... Es ist ungewöhnlich, dass man bei dir sieht. Aber für den Flex, ne? Ja, für den Flex. Für den Flex stirbt man auch. Ja, und wer sagt denn, dass Mädels keine Jungsachen anziehen dürfen? So, hä? What? Okay, der Bruder hat Ed Hardy Cap auf in rosa. Da kommt jetzt noch die Louis Vuitton Bag dazu. Schauen wir, ob die original ist. Eine Tasche. Ja, auf den ersten Blick schaut sie original aus. Gerade weil sie schon so abgetragen ist. Naja, wenn schlechte Qual ist, trägt sich das auch schnell mal ab. Vintage. Ja, okay, Vintage. 100 Euro oder 500 für den Flex. Für den Flex? Ja, nein, finde ich nice. Louis Vuitton Tasche muss nicht unbedingt für den Flex sein, sondern finde ich gut. War nicht gefällt, gar nichts. Aber was war die gefaked? 400 Euro oder 500 für den Flex. Für den Flex, der Schnitt war nicht gefällt, gar nichts. Aber okay, für den Flex, der Schnitt... Oder 500 für den Flex. Wo war ein Schnitt? Meine Höhe-Tasche. Okay. Vintage. 400 Euro oder 500
Für den Flex. Für den Flex, der Schnitt war nicht gefaked. Gar nicht. Check ihn nicht. Okay, du hast noch eine Mülltasche auf dem Fahrrad. Okay, cool. Coole Sachen, cooler Endbetrag. Ja, mir haben einige geschrieben, dass die so cringe ist, aber ich finde, das war die stabilste von allen. Die war sehr down to earth, hat nicht übertrieben, war sympathisch, authentisch, also keine Ahnung, was das Problem war. Ja, für mich ein spannendes Video. Wenn es auch euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Liebe Freunde, seid dabei auf meinem Vlogging-Kanal, da gibt es jeden Tag Content. Ja, deswegen leidet die Kontinuität der Videos hier auf diesem Kanal ein bisschen, aber wer am Vlogging-Kanal dabei ist, der bekommt seine Dosis McTamillion bzw. McTabillion jeden Tag. Also seid auf jeden Fall am Start. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian. Tom Ford, Utwood und Tom Ford.